Hallo? 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 Hallo, weiter geht's in Kock. Willkommen dazu. Ich bin der Lars. Ich begrüße euch. Gerade aufgestanden, deswegen Stimme noch etwas tiefer. Und YOLO-Mode an, Leute. Wie sieht's denn aus in meiner Base? Es sieht wie folgt aus. Es läuft doch, oder? Der Ressourcen-Boost ist real. Wir können kurz auf die News schauen hier. News? Da, Neues. Ich kann meinen Namen noch ändern. News. Clash of Clans ist 3 Jahre alt. Du kannst nun alle Ressourcen dann mal bis zum 7. August für nur jeweils ein Juwel eine Woche lang einen Schub verpassen. Ultra geil. Was natürlich noch geiler gewesen wäre, wären die Kasernen. Ich habe gedacht, die Kasernen kommen. Verdammte Scheiße. Cool, dass wenn man es aktiviert hat, habt ihr schon lange gemacht, dann hält es auch irgendwie eine Woche, wie man sieht. Schon bei mir schon einen Tag rum. Es läuft auf jeden Fall. Und das Gute daran ist, man findet ziemlich guten Loot. Wir gehen kurz drauf auf meinen Angriffslog hier. Es ist okay. Also wenn man sich das Dunkle mal anschaut, es ist ganz okay hier. Okay, der war scheiße, aber das ist ganz okay. Wir gehen kurz mal auf die Suche ungeschnitten, damit ich euch kurz zeige, wie geil der Loot ist. Gold 3, Leute. Gold 3. Es ist gerade wie viel Uhr? 13.14 Uhr. 13.14 Uhr. Und um 13.14 Uhr kann der Loot nicht gut sein, egal in welcher Liga. Ihr wisst es von der Uhrzeit her, normalerweise wird der Loot ultra scheiße sein. Aber Boots, instant hier so ein gefunden. Natürlich kommt man da nicht ran, aber ich meine nur, es ist hier guter Loot dabei. Hier, nein, das ist wieder in den Lagern. Nein. Leute, ich gebe euch mal so, wir suchen höchstens 10 Mal. Ich habe jetzt so 3-4 Mal geklickt. Sagen wir, haben 4 Mal geklickt. Den kann man schon mal machen, wenn man das 5. Mal hier... Ja, nee, das 6. Mal. Sechste Mal. 800 Dunkles kann man auch mitnehmen. Den würde ich jetzt nicht unbedingt angreifen. verdammt, jetzt geht's nicht auf meine Rechnung oder was. Eigentlich sollte der Loot gut sein. Logisch, weil alle geboostet haben. Den kann man auch mitnehmen. Den nehmen wir auch mit. Sammler sind voll. Minen sind voll. Hat wohl nicht viel Dunkles, aber 176.000, 136.000 ist geschenkt. Man muss hier mal viele Einheiten droppen. Deswegen kann man gleich den nächsten Angriff machen. Deswegen würde ich sagen, machen wir den so. Droppen hier so eine... Oh Gott, der Clan. Und ein Drache. Oh Gott. Für den Drachen nehme ich hier die Queen auf jeden Fall. Damit ich nicht so viele Einheiten... Oh, eine Riesenbombe. YOLO! Riesenbombe. So, machen wir hier das kaputt. Pokale sind mir, wie schon erwähnt, eigentlich egal. Aber ich nehme sie jetzt mal mit hier. So, jetzt droppen wir auf jeden Fall noch ein paar Barbaren hier vor, damit die Queen auf jeden Fall nicht in die Fresse bekommt. Das haben wir soweit alles. Das Rad nehmen wir auch noch mit hier, damit wir die Pokale bekommen. Ihr wisst Bescheid, ne? Ein bisschen Pokale-Action hier. Die Queen können wir kurz schon zünden, damit sie hier den King zünden war. Hauen noch ein bisschen drauf und dann gehen wir raus. Den einen Sammler, deine Milder will ich gar nicht mehr hin. Das kostet mir zu viele Einheiten. Und tschüss! Siehste, hast du gleich 100.000 von beiden kurz mitgenommen und kannst sofort den nächsten Angriff machen, obwohl die Queen ein bisschen in die Fresse bekommen hat. Alle Bodentruppen außer Barbaren bekommst du ein paar Bogies hier. 3-3, 1-2-3, 1-2-3. Ja, sonst eigentlich, hat sie nicht viel getan bei meiner Base, muss ich ehrlich sagen. Das ist alles noch so im Rahmen des Machbaren. Ich habe gewachste Riesen der Clanburg. Die werden wir gleich nehmen beim nächsten Angriff. Weil wir machen sofort den ersten Angriff. Kannst ja machen. Bauen gleich noch eine Mauer kurz aus. Haben wir 3 Mille. Fertig. Ja, sieht alles gut aus, Leute. Sieht alles gut aus. Der Clan war übrigens ist verkackt. Haben wir verloren. Meinen zweiten Angriff will ich nicht zeigen. Da war ich zu schlecht. Mein Hybridangriff. Da habe ich verkackt. Hab's nicht geschafft. Die 3 Sterne. Deswegen war es ein Fail. Ganz einfach. Weißt du. Ja, ist okay. So, wir suchen den nächsten Gegner. Wir haben noch genug Truppen. Deswegen waren wir Truppen sparend unterwegs. So können wir übrigens auch angreifen mit Barge. Einfach mal die Leute mitnehmen hier. Die Bohrer, die Sammler dir gönnen und dann einfach weitergehen mit ein paar Truppen wieder. Hasten King noch dabei läuft. Queen wurde jetzt ein bisschen beschädigt hier. Die wurde beschädigt. Die hat in die Fresse bekommen. Aber kannst du schlafen lassen. Und den könnte man auch wieder mitnehmen. Aber eigentlich suche ich gerade die krassen Loots. Sowas suche ich. Seht ihr, Leute? Sowas suche ich. Und das ist wieder der pure fucking Jackpot. Der pure fucking Jackpot. Habe ich jetzt genug Truppen dabei? Oh Gott. Jetzt habe ich vielleicht gar nicht genug Truppen dabei, um alles zu bekommen. So, hier mal eine schöne Reihe Bogies. Das sollte vielleicht sogar schon reichen, diese Reihe hier. Oh Gott, ist das Loot! So, Barbar muss ich jetzt echt sparsam sein. Vielleicht habe ich gleich noch die Riesen, die ich vorweg schicken kann. Ich nehme noch die Riesen hier rein. Die Riesen nehme ich mal von unten einfach. Damit ich hier oben noch ein bisschen was hole. Hier noch eine Reihe Bogies hinterher. So, wunderbar. Dann sprengen wir hier noch auf. Gehen hier noch rein. Ah, ich werde nicht viel bekommen. Fuck my fucking life. Aber wir werden auf jeden Fall noch so gut wie möglich alles mitnehmen. Hätte ich mal gewartet, bis die Queen ready ist, wa? Ich droppe mal alle hier hinterher, um alles aufzusprengen. Mal gucken, was die Riesen so tanken. Die sollen einiges wegtanken. Dann bekommen wir noch ein bisschen Gold. Bekommen wir ein bisschen Gold. Aber ja. Ja, jetzt macht ihr den King hier. Haut den ruhig kaputt. Mach King, Schlitz, Boots. Alles kaputt. Meine Riesen auch schon tot, weil der King so viel aushält. Welches Level war denn der King? Man hat den so viel ausgehalten. So, König, geh bitte da nach links. Gönn dir noch eine Goldmine. Da sind locker noch 100.000 oder so drin. Oder 50, 60.000 sind da locker drin.
Ja, King, gönn dir. Gönn dir die Scheiße, jawohl. So, King ist nach oben, wunderbar. Dann zünden wir mal den King an dieser Stelle. Wenn er noch die Mauer aufsprengt oder aufballert und dann auch reingeht und vielleicht noch das Elixierlager sich vielleicht noch nimmt. Ja, das nehmen wir noch. Nehmen wir auch noch mit hier. Bekommen wir etwas. Wo nicht viel, ist viel noch da. 200k stehen gelassen, von beiden fast. Aber mehr geht gerade nicht. Ja, da sieht man es wieder. Mit einer halben Armee. Ich weiß, da oben sind noch Goldlager. Ich weiß, hier ist noch ziemlich viel zu holen. Aber ich hatte einfach zu wenig Truppen. Ich habe nicht erwartet, dass ich jetzt so einen geilen Boy finde. Aber ist okay, oder? Wieder 200k. Also ich meine, wir haben jetzt 300k mit einer Armee quasi gemacht. Ich glaube, das ist das Moment. Wir haben jetzt 200 hier und nochmal. Ich glaube hier, guck mal, 300k. Fast von den einen 400k hier. Gut, nicht 400k. Aber, das ist eigentlich gut, ne? 335.000, 300.000 irgendwas. Kann man mitnehmen, oder? Also jeweils 300k von beiden, so hier sogar 35 nach oben drauf, 500 Dunkles mit einer Armee, das kann man mal machen. Das kann man machen. Also ich sag mal so, der Loot ist geil. Also Leute, wenn ihr Zeit habt, boostet einfach jetzt, egal um welche Uhrzeit, boostet die Scheiße aus euren Arsch. Es lohnt sich sowas von, weil es ist so ein geiler Loot. Es ist ja logisch auch, weil alle hier Elixiersammler, das sind halt so super geil hier alle am Boosten. Das geht nicht mehr, dann gehen die pennen und dann sind sie nicht da, sind sie draußen und spielen mit ihren kleinen Pimmel rum oder irgendwas. Und dann ist halt der Loot da. Der Loot ist real, Leute. Der ist da. Deswegen geht los und boostet. Boostet des Todes. Geht einfach jetzt rein. Abends natürlich wird es noch geiler. Morgens noch besser wie abends. Also wer morgens früh aufsteht, am besten so gegen 8, 9, 10 Uhr am Boosten. Leute, der Loot ist des Gottgleichs. Es ist der pure Wahnsinn. Deswegen macht es einfach nur. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, ich werde auf jeden Fall jetzt mal eine 3 Millionen Gold mal ausgeben hier für meine nächste Level 10 Mauer, Leute. Die erste Reihe, sie, oder der erste Kreis, er ist fast real. Oh, schaffen wir es noch, diese Woche diese Reihe komplett voll zu bekommen? Ich glaube nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Mauern muss ich noch farmen, um diesen ersten Kreis fertig zu machen, für mein Dunkles, um es zu beschützen. Aber so langsam aber sicher verbreiten sich die Level 10 Mauern. Leute, sie kommen heraus aus ihren Löchern. Gefällt mir. Und heute Abend übrigens werde ich auch des Todes boosten, Leute, so gegen 19, 20 Uhr wird der Stream starten. Ich werde noch ein Ankündigungsvideo hochladen, von daher, da wird es richtig geil. Warum? Weil der Loot halt richtig geil ist. Deswegen seid dabei, das wird der pure Wahnsinn. Ich werde so viel farmen, wie es gibt. Ziel ist es auf jeden Fall, 2, 3, vielleicht sogar 4 Mauern zu machen, Level 10, das ist so das Ziel. Heute Abend und den King abzugraden, zu starten auf Level Nummer 18. Dafür brauche ich 80.000 Dunkles. Das ist das Ziel für heute Abend. Ich hoffe, das schaffe ich. Da bin ich mal gespannt. Ich muss noch ein paar Mauerbrecher nachbauen. Da sind wir doch gespannt. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Es gibt wieder jede Menge Scheiße zu tun auf jeden Fall. Und das wird wieder super geil. Der Link ist twitch.tv/zuschauer99. Vielen Dank für die ganzen Boys, die beim letzten Mal dabei waren. Das waren super viele. Hat ultra viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das geht so weiter. Und vielleicht wird es ab nächste Woche dann einen festen Streaming-Plan geben. Das bedeutet, alle 2 Tage ein Stream, wo wir halt boosten und ich meist noch dahinter noch ein bisschen Rocket League oder Hearthstone spielen. Sowas in der Art. Auf jeden Fall. Da werde ich vielleicht auch so noch ein Video bei YouTube hochladen für diesen Streamplan, obwohl ich denke mal, sagen wir 80% der Leute, die meine Videos schauen, schauen meine Streams ja nicht. Ich bin ja ehrlich. Ist halt auch jedem selbst überlassen. Ich bin nur überlegen, ob ich dann diesen überhaupt bei YouTube veröffentliche, den Streamplan. Interessiert ja eh keine Sau. Nee, müssen wir mal gucken. So, gucken wir mal kurz hier. Er klaut mir 500k Gold. Ja, läuft bei dir, wa? Beefy, läuft bei dir. Beefy? Alter, Beef, was ist denn los mit dir? Warum hat der hier so viel Gold auf der Tasche? Du bist so doof. Warum gibst du dein Gold nicht aus? Der dumme Beefy. Die dumme Beefy. Die dumme Wurst war wieder. Das war jetzt die dumme Wurst, was denn sonst? Ja, einfach alle Minen, alle Sammler, alles ist voll. Alles ist voll, Junge. Ich hätte ihn zu 100% geklatscht. Gönnt er sich einfach 500k Gold. Oh Gott, ist das ärgerlich. Na, tschau, Mann. Wenn man AFK rumläuft, Leute, solchen Loot findet man auch übrigens. Deswegen, Musik, hör bitte auf. Dankeschön, Musik. Deswegen, Leute, boostet. Mein Tipp, boostet. Geht anschaffen, blast irgendjemand ein, holt euch PSCs und geht boosten, Leute. Es wird sich lohnen und es lohnt sich auf jeden Fall. So, Leute, das war's dann. Der Clan war übrigens hier, wisst ihr wahrscheinlich 6 Stunden, vielleicht mache ich ein extra Video, mal gucken. Ich wollte noch meine Base umbauen, vielleicht mache ich auch noch ein extra Video. Mal looken, neue Base. Ich muss noch einen Drachen bauen und einen Bogies. Ich baue schon mal hier einen Drachen, wa? Ich baue schon mal einen Drachen. Wir bauen uns einen Drachen. Muss ich spenden für Clan War. Deswegen bauen wir hier einen Drachen nebenbei. So, sehr geil. So, das war von dem Video. Wenn es euch wieder gefallen hat, so nur so ein kleiner Tipp mit dem Boost auf jeden Fall. Morgen dann wieder so ein richtig geiles, entweder Besuchsvideo oder halt ein richtig geiles Clan War Video. Mal gucken.
was sich so ergibt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Ich würde mich freuen bei 100 Likes, da ratze ich wieder völlig aus. Seid wie immer laufen, super nice Boys, Kommentare würde mich auch freuen. Bis zum nächsten Mal, reingehauen und tschüssi.